Ich glaube, das einzig Geile, was ich gerne hätte, wäre, ich würde gerne fliegen können und ich würde mich gerne unsichtbar machen können. Und zwar so. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Patrick Stanke. Ich bin Musical-Darsteller, Sänger, Schauspieler. Ich inszeniere Musicals, erfinde Konzertprojekte und habe einige Projekte am Laufen, gerade das neueste Stankes Tooltime hier aus dieser Küche, die ihr wahrscheinlich schon kennt. Und jetzt bin ich hier und beantworte eure Fragen. Und zwar habe ich Fragen bekommen auch von dem Team von Judy und Annas Musical Challenge. Das ist ein ganzer Haufen Fragen, nämlich 21 Stück. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht und die werden wir jetzt gemeinsam durcharbeiten. Also, hier ist das Interview, jetzt geht's los. Erste Frage ist: Bald startet deine neue Konzertreihe Abenteuerland. Auf was dürfen sich die Zuschauer freuen? Ja. Wisst ihr, das Problem ist, Abenteuerland war für mich ganz früh schon ein Thema, als ich bin jetzt Vater von zwei Söhnen und erlebe einfach so viel, wie die Welt der Kinder, wie alles, was so im Kinderzimmer passiert, ist auf einmal so frei und so ehrlich. Ich sehe, wie Autos auf einmal fliegen könnten, in der Luft zusammenknallen und dann doch irgendwie gerettet werden von irgendwelchen fliegenden Flugdinosaurier, und alles hat irgendwie so seine eigene Fantasie, und das hat mich so sehr begeistert und so sehr erinnert an die Zeit, als ich Kind war. Und ja, ich freue mich so sehr, dass ich mich dazu durchgerungen habe, das zu machen. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe mir überlegt, was kann man machen mit diesem Thema? Wie kann man das aufgreifen? Wie kann man das auf die Bühne bringen? Wie ist das interessant für Menschen? Will das überhaupt jemand sehen? Und dann fiel mir ein, ja, ich schaffe einfach eine Situation. Ich erfinde einen Menschen, einen Jungen, Timon heißt er, und erfinde einen Raum, nämlich sein Kinderzimmer. Und dort leben eben diese vier bzw. fünf Spielfiguren: ein Zirkusdirektor, ein Cowboy, eine Indianerin, einen Prinzen und eine Prima Ballerina, und die, das sind quasi, naja, die Spielfiguren wie im Kinderzimmer meiner Kinder. Die leben dort, mit denen wird gespielt, die werden auch mal liegen gelassen für ein paar Tage und dann wird auch mal was verloren. Ich erinnere mich daran, dass mein Kleinster kommt ständig zu mir und sagt: Papa, hast du den kleinen gelben Helm gesehen vom Feuerwehrmann? Und das Problem ist, der Feuerwehrmann ist so groß und der Helm ist so groß. Das bedeutet, man sucht in diesem Kinderzimmer nach einem Teil, was so groß ist. So, und dann finde ich sieben gelbe Helme, aber was ist? Es ist nicht der richtige. Es ist einfach nicht der richtige Helm dabei. Und das ist natürlich total, ja, das ist, wenn auf einmal die Welt eines Kindes zusammenbricht, für uns aus unserer Sicht so Banalitäten, ja, aber für ihn ist es gerade das Größte der Welt. Er muss diesen gelben Helm finden. Und diese Einstellung fand ich so interessant und so ergreifend, dass ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich davon ein Stück und mache erstmal ein Konzert. Jetzt haben wir zwei Konzerttermine, am 3.5. In Dortmund im Hansa-Theater und am 18.5. in der Schauburg in Ebenbüren. Dort präsentieren wir zum ersten Mal so die erste Version des Abenteuerlandes, und ja, es steckt sehr viel Arbeit darin. Ich bin quasi Tag und Nacht damit beschäftigt, Lieder fertig zu schreiben, nochmal an der Konzeption zu arbeiten. Die Songs werden gerade arrangiert vom Arrangeur Mario Stork, den ich hier sehr herzlich grüße, der auch die Arrangements gemacht hat für die Musical Tenors zum Beispiel. Dann wird ein Bühnenbild gebaut, gerade von zwei Menschen, zwei Bühnenbildner in Wuppertal. Da war ich gestern zur Besprechung, zur vorletzten. Ja, es läuft. Es gibt Kostüme, es gibt, wie ich finde, habe ich tolle Lieder gefunden im Internet und auf den Plattformen, die es so gibt, die zum Thema passen. Ich habe Songs übersetzt. Es wird zum ersten Mal eine deutsche Version geben von einigen Liedern aus The Greatest Showman und von Dear Evan Hansen. Die habe ich übersetzt. Ich habe eine neue Übersetzung geschrieben für den Cowboy-Song, für den Song von Hercules. Ja, also es ist super viel in Arbeit und super viel in Mache, und ich freue mich sehr. Und was erwartet Zuschauer? Ja, es erwartet euch eigentlich, erwartet euch die Geschichte eines jungen Kindes, das in seinem Kinderzimmer lebt und also natürlich so wie jedes andere Kind natürlich auch zur Schule geht und auch schlafen geht und Zähne putzen geht, aber es geht um die Zeit, die das Kind im Kinderzimmer verbringt und dort eben auch die Tragödien von außen mit reinbringt. Es gibt einen Moment zum Beispiel, wo er mit einem Liebesbrief nach Hause kommt, und da steht eben
natürlich im falschen Kästchen angekreuzt. Und zwar nicht ja, nein, vielleicht mal gucken, sondern es steht bei nein, steht ein Kreuzchen. Hat quasi eine Abfuhr bekommen und sucht den Trost, zum Beispiel beim Zirkusdirektor, setzt sich zu ihm hin und er singt ihm, wenn du mich brauchst, bin ich für dich da. Also es, ich glaube, es sind viele schöne, gefühlsvolle Momente, aber auch lustige und opulente Momente dabei. Es gibt eine wundervolle Band, eine sechsköpfige Band mit Schlagzeug, Bass, Gitarre, Keyboard. Es gibt zwei Streicher, Cello und Geige. Und ja, und natürlich die wunderbaren Gäste, ja. Jana-Marie Gropp, Roberta Valentini, Maximilian Mann und Christian Alexander Müller sind für mich die Stars der Musical-Szene heutzutage, zurzeit. Und ich meine, ich bin mega, mega stolz und freue mich so sehr, dass die beiden sich darauf eingelassen, die vier sich darauf eingelassen haben und darauf einlassen werden, mit mir auf diese Reise zu gehen. Das ist wirklich eine spannende Sache. Und mir hängt natürlich sehr viel Herzblut daran, weil ich so viel Arbeit gerade da reinstecke und so viel Zeit investiere, dass ich ja, mich freue, das endlich zu zeigen und ich hoffe, es wird gut und ich hoffe, ihr kommt. So, zweite Frage. Was wird es für Musik geben? Eher Musical oder Pop oder was ganz anderes? Ja, das war das größte Problem. Als ich dann wusste, was ich machen möchte, habe ich ja, gesucht, was kann man da singen? Kann man überhaupt was singen oder ist das ein Schauspielstück? Und dann habe ich wirklich alles ausprobiert. Ich habe natürlich die üblichen Verdächtigen genommen. Es waren Ideen dabei wie Reise durch die Zeit oder Dies die Stunde und so weiter. Und dann irgendwie dachte ich mir, jetzt noch ein Konzert und jetzt nochmal Dies die Stunde singen. Hm. Ist es das, was ich wollte? Eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich eine Geschichte erzählen. Also habe ich das Lied Abenteuerland gefunden von Pur natürlich. Das kennen wir natürlich alle, das musst du nicht finden. Das ist in meinem Blut, so lange ich Musik kenne, kenne ich dieses Lied. Und das wird es geben. Das wird quasi mehr oder weniger der Anfang sein. Und dann habe ich mir diesen Text, dieses Abenteuerlandes genau angeschaut und mir gedacht, okay, was sagt dieser Text aus? Und allein dieser ganze Text sagt eigentlich genau das aus, was wir am Abend zeigen wollen. Und dann habe ich versucht, anhand von Stichworten aus diesem Text heraus Lieder zu finden, die das nochmal bedienen. Und bin sehr, es gibt sehr viele Pop-Songs, es gibt ein bisschen Musical, Crossover, es wird kein Rock sein oder so, es wird eher Musical sein, ja, es ist eine Musical-Show. Und dann fehlten in der Liste noch die Duette mit meinen Gästen. Und da habe ich mich echt sehr schwer getan, Duette zu finden, um das auszudrücken, was wir sagen wollten. Und dann habe ich mir gedacht, pass auf, jetzt schreibst du die selber. Setz dich ans Klavier oder an die Gitarre und versuch selbst was zu machen. Und ich glaube, hier und da ist mir was Lustiges passiert. Ich habe was erfunden. Zum Beispiel singe ich jetzt ein Solo, ich gehe spielen. Das ist ja auch der Leitspruch dieses Konzertes. Und habe mir dann überlegt, welche Beziehungen könnte ich zu den einzelnen Figuren haben. Also welche Beziehung könnte der Zirkusdirektor, den ich spiele, zum Cowboy oder zur Indianerin oder zum Prinzen oder zur Ballerina haben. Und somit habe ich halt versucht, was zu stricken, was herauszufinden. Und dabei ist zum Beispiel passiert, dass der Prinz und ich sind, wir kennen uns schon immer, denn wir standen jahrelang zusammen verschweißt in einer Plastikverpackung in einem Spielzeugladen. Das Dumme war, wir standen nur ein bisschen zu hoch, sodass uns keiner sehen konnte. Und somit wurden wir zu den Ladenhütern und so heißt auch der Song. Oder der Cowboy und ich, wir singen ein Lied über die Frauen, dass wir versuchen, die Frauen zu verstehen, warum denn Frauen unbedingt immer falsch einpacken müssen. Und vor allem räumen wir mit Klischees auf, aber mit einem ganz wichtigen, nämlich wir stehen beide vor der Badezimmertür und wollen unbedingt auf Toilette und die ist leider besetzt von der Indianerin und der Prima Ballerina. Und ja, diesen Moment kennen wahrscheinlich viele Männer morgens früh, wenn sie ins Bad wollen und es einfach besetzt ist. Das habe ich aufgegriffen, fand ich irgendwie lustig. Dann die Prima Ballerina, die hat einen Song von mir bekommen oder ein Duett bekommen, in der ich sie überzeuge, dass das, was sie ist und was sie tun möchte, auch das Richtige ist. Dass es nicht immer nach Vorlage geht, dass man sein Leben einfach auch ein bisschen freier gestalten kann. Denn sie will keine Prinzessin sein. Das Problem ist, die Prima Ballerina ist ja mehr oder weniger falsch in diesem Zimmer. Sie ist ja eine Art Barbie und die wurde geschenkt von Timons Tante und Timon hasst Barbies. Also hat er ihr ein Schnurrbart aufgemalt und eine Pudelmütze aufgesetzt und somit ist sie quasi die Leidtragende in der ganzen Geschichte, die dort eben maskiert, verkleidet
relativ hässlich in diesem Kinderzimmer ihr Dasein fristet. Und ja, deswegen dachte ich mir, ich muss sie ein bisschen aufmuntern mit einem Song. Du musst doch keine Prinzessin sein. Leb dein Leben so, wie du möchtest. Und es kommt schon das Richtige zu dir, sobald es soweit ist. Ja, und mit der Indianerin habe ich ein Lied geschrieben über Freundschaft. Es gibt einen Moment, wo ich Timon beistehe in einem Lied, nämlich hier, wenn du mich brauchst, von Johannes Oerding ist es. Dann gibt es einen, diesen Moment eben, und das bekommt die Indianerin mit, und wir singen uns gegenseitig quasi eine Hymne auf unsere Freundschaft. Das ist mir natürlich sehr, sehr leicht gefallen, weil Roberto und ich verbindet eine sehr, sehr lange und sehr, sehr enge Freundschaft. Und ja, das war dann eben ausschlaggebend, den habe ich auch zuerst geschrieben, ausschlaggebender Punkt, diesen Song zu schreiben. Und ja, der heißt Ein Freund. Ja, das sind die Lieder. So, nächste Frage. Was ist das Aufregendste auf dieser musikalischen Reise in Timons Kinderzimmer? Ja, es ist, also aus Sicht des Zuschauers würde es sicherlich aufregend sein zu wissen, was wir da überhaupt machen. Das Schwierige bei solchen Projekten ist ja, die man so eigentlich so mehr oder weniger nebenbei plant, gibt es ja wenig Proben. Also wir sind ja jetzt nicht, wir treffen uns jetzt nicht wochenlang und tüften alles aus, sondern es passiert alles in meinem Kopf. Und das versuche ich so gut wie möglich aufzuschreiben. Und es gibt eine Verständigungsprobe und dann noch eine Probe am Tag davor, wo wir versuchen, dieses ganze Konstrukt zusammenzubauen oder das, was in meinem Hirn gerade drin ist, rauszubekommen. Das ist meine große Herausforderung. Und natürlich neben dem ganzen administrativen Scheiß, den ich gerade mache, muss ich natürlich auch das Ganze irgendwann mal lernen. Ich muss es ja auch mal auswendig singen können. Das ist meine große Herausforderung, das jetzt noch irgendwie auf die Kette zu kriegen. Ja, aber was erwarten die Zuschauer? Was ist das Aufregendste für die Zuschauer? Ich glaube, der eine oder andere wird sich da wiederentdecken und sagen, ja stimmt, bei mir war es genauso. Und ich wünschte, ich hätte damals einen Indianer gehabt oder eine Prima Ballerina, die mir zur Seite steht. Oder einige werden sagen, das war bei mir ganz genauso. Nur meiner war kein Zirkusdrücker, sondern ein kleiner Affe. So war es nicht bei mir. Ich hatte einen kleinen Affen. Der war ungefähr so groß. Damals war er wahrscheinlich so groß im Vergleich. Und hatte so ganz lange Arme. Und die Arme konnte man vorne so zusammenkletten. Der hatte so Klettverschluss an den Armen. Und dann habe ich mir immer so um den Hals gehangen und hinten zugemacht. Das war so mein kleiner Beschützer. Ja. Woher kam deine Inspiration? Ja, die Inspiration liegt nahe, da ich jetzt Vater bin von zwei kleinen Söhnen von 3 und 5 Jahren, ist natürlich Abenteuer hier bei uns in der Wohnung täglich zugange, und das hat mich inspiriert, und vor allen Dingen auch die Ideen, die Kreativität, die Kinder so an den Tag legen, ist wirklich erstaunlich, und da könnte sich ein mancher Erwachsener doch einiges nochmal abgucken und sagen, hey, so geht's irgendwie auch. Ja, aber damals war die Welt wahrscheinlich ein bisschen leichter. Ich denke immer so, als Kind hat man keine Probleme, man muss keine Steuererklärung machen, man hat irgendwie nicht so wirklich viele Aufgaben, aber es ist total falsch. Kinder haben natürlich auch ihre eigenen Probleme, und die sind manchmal so, so weltbedrohlich und so groß, dass man die als Erwachsener gar nicht begreifen kann. Und ja, in dem Fall ist das der Punkt, den ich aufgreifen möchte und den Menschen nahebringen möchte, dass dieser Timon eben auch weltergreifende Probleme hat. Und sei es nur ein abgeblitzter Liebesbrief. Ja, es wird ja nicht nur ein Konzert sein. Es wird ja nicht nur ein Konzert sein. Wieso hast du dich für so viel Kulisse und sogar Kostüme entschieden? Ja, das war für mich eigentlich ganz klar. Als diese Idee da war, gab es zwei Varianten. Entweder wir machen ein klassisches Konzert, wir ziehen alle wieder unseren schönsten schwarzen Anzug an und stehen vor Mikrofonen und sagen, hey, seid ihr gut drauf, und singen halt Lieder, die zum Thema Abenteuerland passen. Das war auch tatsächlich die erste Version. Und dann dachte ich mir, nein, jetzt müssen wir mal einen Schritt weitergehen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie kann man das so ein bisschen lebendiger machen? Wie kann man das ehrlicher erzählen? Und dann fiel mir natürlich ein, die Band muss auf die Bühne, und dann wäre es doch super, wenn wir alle irgendwelche Rollen hätten, wenn wir irgendwie Teil davon waren. Es gab auch mal eine kurze Idee, dass einer der Vater ist, der andere die Mutter von dem kleinen Kind und so weiter. Und dann dachte ich mir, nein, das Abenteuer besteht ja im Kopf von Timon, in seinen Gedanken, in seiner Vorstellungskraft, leben seine Spielfiguren. Und dachte mir, wow, ja klar, wir sind die Spielfiguren. Wir sind die Playmobil-Männchen und die Äffchen und die Stofftiere, die da so rumliegen. Und ja, daher kam die Inspiration.
Du hast wieder tolle Gäste an deiner Seite. Wer wird neben dir auf der Bühne stehen und wie kam es zu der Zusammenarbeit? Ja, wie ich schon erwähnt habe, es gibt Roberta Valentini, die wird die Indianerin spielen. Mit der habe ich studiert in München an der Bayerischen Theaterakademie August Everding. Und ja, seither haben wir sehr viele Projekte auch zusammen gemacht. Sie ist Teil der Band von Stanko ohne Strom. Sie ist ständig zu Gast bei meinen anderen Konzerten. Wir haben auch große Musical-Produktionen zusammengespielt, wie zum Beispiel Marie Antoinette in Bremen. Und ja, Roberta ist einfach ein Teil meiner Karriere, auch ein Teil meines Lebens, auch ein Teil meines privaten Lebens. Und da war mir klar, mit ihr kann man gut auf so eine Reise gehen. Und Christian Alexander Müller ist mein Musical-Tenor-Kollege und wir zwei spinnen schon seit Jahren rum, mal was zusammen zu machen, was außerhalb. Und ja, jetzt sind wir endlich so weit gekommen und ich freue mich so sehr, dass er mitmacht. Maximilian Mann ist für mich gerade der große Stern am Musical-Himmel und habe ein bisschen Angst gehabt, ihn anzufragen, und ich fand es super gut, dass er mir geantwortet hat und auch zugesagt hat direkt. Das war wirklich toll, auf den freue ich mich am meisten. Und natürlich Jana-Marie Grob, habe ich kennengelernt damals in Zwingenberg, stimmt das? In Zwingenberg, ja, bei Jesus Christ Superstar. Da war sie meine Maria Magdalena und ist auch seither Teil unserer Familie, Teil unserer Freunde, unserer Freundschaft. Und ja, wir machen super viel zusammen, privat auch. Wir gehen zusammen Laser Tag spielen einmal die Woche. Wir spielen jetzt Laser Tag, hey. Ja, und ja, dazu kam es. Und deswegen habe ich mir diese Menschen ausgesucht und bin sehr froh, dass sie dabei sind. Was ist für dich persönlich das Abenteuerland? Ja, das die Frage stelle ich mir seit Monaten. Und es gibt Milliarden Versionen. Es gibt super viele ja, super viele Versionen davon. Aber ich glaube, das Abenteuerland für mich persönlich ist, wo man sich fallen lassen kann, wo man so sein kann, wie man ist, wo man kein Blatt vom Mund nehmen muss und wo man keiner Form nachgehen muss. Und ja, jetzt kommt's. Ich meine, das mache ich schon immer. Ich bin ja schon immer der Revoluzer, der Laute, der Freche, der zu Dicke, der zu Große, der irgendwie nicht so ganz da reinpasst. Ja, weil ich mir einfach auch nicht nehmen lasse, das zu tun, was ich für richtig halte. Natürlich in einem gewissen Rahmen, dass alles noch professionell bleibt. Aber das ist das, was mich, glaube ich, ausmacht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich sowas mache. Wie viel Kind steckt in dir? Und findest du es wichtig, ein Stück weit Kind zu bleiben? Ja. Also ich muss sagen, in mir steckt schon ein ziemlich großes Kind. Ich mache wirklich viel Blödsinn und gehe auch immer noch auf Entdeckungsreise und freue mich halt auch immer wieder, neue Sachen zu entdecken. Und ja, es steckt eine große Menge Kind in mir. Habe natürlich auch jetzt die Verantwortung, als Vater dazustehen und meinem Kind auch zu zeigen, Grenzen aufzuzeigen, Regeln vorzuleben. Und ja, das fällt mir schwer, fällt mir manchmal sehr leicht. Es ist immer situationsbedingt. Aber in mir ist ein Kind und steckt ein Kind und wird auch immer ein Kind bleiben. Und ja, manchmal fragen mich Leute, wie alt ich bin, und ich kann darauf nicht wirklich antworten. Ich kann ja rechnen, rechne nach, wie alt ich bin. Und jetzt bin ich 39. Und ich dachte mir so, wow, ich bin 39. Wahnsinn. Wenn ich mir überlege, wie damals war ich 12, 13, mein Onkel war Ende 20. Für mich war das ein alter Mann. Und jetzt ist es so, jetzt bin ich 39. Ich bin ja 10 Jahre älter als der alte Mann. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich ich habe manchmal nicht das Gefühl, dass ich erwachsen bin. Irgendwie ist es schwierig zu begreifen. Ich glaube, es geht wahrscheinlich jedem so. Aber wenn man es dann selber einmal so zum ersten Mal erfährt, ist das schon krass. So, singst du deinen Kindern zum Einschlafen ein Lied vor oder liest du eher Geschichten vor? Ja. Hier im Haushalt wird ohne Ende gesungen. Die Kinder singen mehr als ich. Sind sehr musikalisch und sehr kreativ, und wenn dann mal ein Text nicht einfällt, wird er auch mal gedichtet und dazu gedichtet. Ja, wir lesen, und ich lese, meine Frau, wir lesen unseren Kindern vor. Wir haben das Regal steht voller Kinderbücher, und was ich auch toll finde, meine Kinder benutzen einen Walkman für die jungen Influencer da draußen. Ein Walkman ist ein Kasten, der ist ungefähr so groß, da kommt eine Kassette rein. Kassetten sind so Dinger, die sind ungefähr so groß, da ist so ein Band drauf, das kann man so einspulen, da kann man was drauf aufnehmen. Und da hat man früher einen Kopfhörer reingesteckt, nicht so einen, wie ihr kennt, so einen kleinen, den man kaum sieht. Die waren so groß und die lagen hier so groß auf, hatten so ein Schaumstoffding und so einen komischen Bügel, der immer abgeknickt ist oder nicht ganz festhielt. Dann war das immer so ein bisschen schräg. Das ist Walkman. Damit haben wir früher Musik gehört. Und vor allem haben wir damit früher
Kassetten gehört. Und ich habe alle meine Kassetten aufbewahrt. Es gibt noch alle Bibi Blocksberg, alle Benjamin Blümchen, TKKG, drei Fragezeichen, fünf Freunde. Alles, was ich je besaß an Kassetten, ist in meinem Regal aufbewahrt. Und jetzt, so langsam, bedienen sich die Kinder daran. Und ich finde es unfassbar cool zu sehen, dass meine Kinder wissen, was ein Walkman ist. Und dass ich irgendwann mit meinen Kindern über Benjamin Blümchen und die Kuh im Schlafzimmer reden kann. Darauf freue ich mich am meisten. Hast du ein Lieblingskinderlied oder gibt es ein Lied, mit dem du besondere Kindheitserinnerungen verbindest? Tja, mein Lieblingskinderlied. Das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Also, ich erinnere mich, als der Erstgeborene noch sehr, sehr jung war und nicht in den Schlaf gefunden habe, hat die charmante Gattin alle Kinderlieder ausgepackt, die sie kannte. Und da war ich echt selbst verblüfft. So viel kannte ich nicht. Vor allem sind wir ja das Land der... Wir sind ja das Land der ersten Strophe. Jeder kennt nur die erste Strophe, so wie ich. Und die charmante Gattin, die kann wirklich alles. Die singt jedes Kinderlied rauf und runter. Da bin ich wirklich eine Null gegen. Ich steige dann ein bei Lalelu und finde es selber sehr toll und schlafe dabei meist selber ein. Hast du schon mal darüber nachgedacht, Kinderlieder zu schreiben oder eine Kinderlieder-CD aufzunehmen? Ja, habe ich schon. Ich habe darüber nachgedacht, schon als der Erstgeborene geboren wurde, habe ich angefangen, Kinderlieder zu schreiben, und es gibt auch ein paar Ideen. Einige davon sind jetzt auch ein bisschen benutzt worden, zumindest Teile daraus für Abenteuerland. Ja, habe ich darüber nachgedacht, aber das Problem ist die Zeit. Es gibt wenig Zeit dafür, das alles umzusetzen, was man so in seinem Kopf hat. Und wenn man sich dann mal rausnimmt, eine Sache zu verfolgen, wie jetzt zum Beispiel das Projekt Abenteuerland, dann ist das wirklich zeitraubend und intensiv. Und das ist nicht einfach. Und deswegen wird es irgendwann die Zeit geben, dass ich dafür auch Zeit habe. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja auch eine CD zu Abenteuerland. Yes. Ich hole mal kurz einen Kaffee, Moment. So, da bin ich wieder. Zurück zu Abenteuerland. Was machen denn die Spielzeuge im Kinderzimmer, wenn sie alleine sind? Ja. Die werden wach. Die greifen die Situation auf des gerade Geschehenen oder gerade Gesehenen oder Gehörten von Timon und erzählen ihre Version davon oder teilen sich mit, denn die Spielzeuge im Kinderzimmer haben ja auch eine Beziehung untereinander. So ist es, dass der Cowboy, also Timons Wunsch ist, dass der Cowboy und die Indianerin einmal zusammenkommen. Jetzt hat der Cowboy natürlich ein Auge auf die Indianerin geworfen, aber die Indianerin, die hat ganz andere Gedanken. Die will raus aufs Meer. Und welches Lied passt da am besten? Na, was meint ihr? Ich sag's nicht, ihr werdet es hören. Der Prinz zum Beispiel, der Prinz soll eines Tages die Welt beherrschen, so Timons Wunsch. Und er will seine Heldentaten aufschreiben in einem großen Buch, aber das Problem ist, er hat keinen Stift, er kann nicht schreiben. Er hat nur einen Stempel, und dieser Stempel macht so kleine Herzchen. Das heißt, er kann seine Heldentaten nicht aufschreiben. Das ist sein Problem. Oder die Prima Ballerina, die natürlich da falsch ist, die gerne den ganzen Tag tanzen möchte und frei sein will, hat sich diesen Walkman von Timon geschnappt. Und in der Hoffnung, dass dort Musik drauf ist, um darauf Ballett zu tanzen und endlich die freie, schöne Königin zu sein oder Prima Ballerina zu sein. Nur ist da nur Hörspiel drauf. Das heißt, ihr hört die ganze Zeit Einschlafmusik und schläft wieder ein. Das machen die. Und noch viel, viel mehr. Und natürlich benutzen die Requisiten auf der Bühne und so. Ja, ich bin selbst gespannt, was da passiert. So genau kann ich es noch nicht sagen. Würdest du Abenteuerland auch für Kinder empfehlen? Wenn ja, welchem Alter? Ja, Abenteuerland ist ein Kinderstück. Ich würde sagen, FSK 0, darf man das so sagen, ohne verklagt zu werden. Also ich würde sagen, Kinder, kommt vorbei. Es gibt auch für das Konzert am 18.05. ein Familienspecial. Das findet ihr sicherlich auf meiner Facebook-Seite oder irgendwo werdet ihr das finden. Ein Familienspecial, wo, ich weiß nicht mehr genau, wenn ein Erwachsener ein Kind mitbringt, zahlt das Kind 50% und jedes weitere Kind dann 20%, sowas ungefähr. Es ist auf jeden Fall für Kinder geeignet. Leider ist natürlich jetzt die ersten Aufführungszeiten sind nicht so kindergerecht. Das kommt aber noch. Wir werden im nächsten Jahr, wenn wir versuchen, eine ganze Reihe zu starten und auch mit vielen Nachmittagsterminen, sodass auch Kinder vorbeikommen können und die ganze Familie. Im letzten Jahr hast du deine Traumrolle Jean Valjean in Tecklenburg gespielt und wurdest als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Was bedeutet für dich diese Auszeichnung?
Also erst einmal vielen, vielen Dank an die ganzen Fans da draußen, dass ihr für mich abgestimmt habt und natürlich auch für alle anderen. Das ist ja natürlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und es ist natürlich, bin ich nicht der beste Hauptdarsteller Deutschlands. Das ist ja eine subjektive Meinung. Ich freue mich wirklich sehr, 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 dass ihr für mich abgestimmt habt und so viele für mich abgestimmt haben. Und trage das natürlich mit Würde und mit Ehre. Muss aber auch sagen, dass es wirklich super, super viele tolle Musical-Darsteller gibt und die es auch verdient haben und die auch in den letzten Jahren ganz viele Auszeichnungen bekommen haben. Ich glaube, ich hatte bisher noch keine. Ich glaube, ich war einmal die schönste Stimme Deutschlands oder so. Jetzt habe ich einmal den Oscar bekommen. Finde ich super, freue mich sehr. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ich dieses Jahr wieder werde. Ich danke euch und das bedeutet mir viel. Ja, hat mich sehr, sehr gefreut und ja, hat mich geehrt. Ich habe auch so eine kleine Auszeichnung bekommen in Tecklenburg mit so einem Bild an so einer aus dem Puppenmuseum, so ein Fliesending. Das steht jetzt da auf dem Sims und ja, ich freue mich sehr darüber. Gibt es eine neue Traumrolle? Tja, das ist das größte Problem als Tenor mit meiner Statur. Wenn der einmal Jean Valjean gespielt hat, was soll noch kommen? Also das war und ist und bleibt natürlich ein Traum. Ja? Also mein Traum wäre das jetzt zum Beispiel mal am West End zu spielen oder in New York. Oder noch weiter in Deutschland von mir aus täglich, warum nicht? Ja, das ist ein Traum und ansonsten ja, ist mein größter Traum nach wie vor, weil in mir immer noch ein kleines Kind steckt, ist ein größter Traum ist natürlich meine eigene Band zu haben, meine eigene Musik zu schreiben, in großen Stadien aufzutreten, dass da 10.000 Leute stehen und die meine Songs mitsingen und die im Refrain mitklatschen. Das finde ich richtig spitze, da hätte ich echt Lust zu. Naja, vielleicht kommt das noch. Oder im nächsten Leben. Freust du dich auf den kommenden Musical-Sommer in Tecklenburg und was macht die Magie der Freilichtspiele aus? Also Tecklenburg ist, wie wahrscheinlich jeder weiß, meine zweite Heimat. Ich wohne ja fast da und war wirklich sehr, sehr lange am Stück da. Ich glaube 7 Jahre am Stück. Jetzt gab es eine längere Pause und jetzt bin ich wieder da und es ist, ich kann es ja gar nicht beschreiben, das ist wie... Ich will nicht sagen, es ist wie Urlaub, weil es auch sehr, sehr harte Arbeit ist, aber es ist wie zu Hause arbeiten. Es ist wie für sich zu Hause mit Freunden. Es ist wirklich toll. Die Stimmung auf der Bühne ist unfassbar gut. Der gesamte Chor ist so professionell und so. Es sind so viele Leute, die alle so auch so begeistert daran sind, da mitzumachen. Das ist etwas, was wirklich auch einen selber nochmal pusht und nochmal Power gibt. Ich glaube, ohne diesen Chor wäre diese Bühne nur halb so schön. Und dann natürlich die Bühne an sich, ja, die Steine, die Mauern, die Bäume, wenn es dann irgendwie stürmt und die Bäume sich bewegen, mega. Also habe ich richtig, richtig Bock drauf und ich freue mich total, ich freue mich jedes Jahr auf Tecklenburg und weine auch jedes Jahr ein bisschen, wenn ich mal nicht in Tecklenburg bin. Ja, diesmal komme ich wieder. Vom Bürgermeister zum Bürgermeister. Welches Stück würdest du gerne auf der Freilichtbühne sehen oder spielen? Also als ich zum ersten Mal dort war, das war glaube ich 2006 oder so mit Kleiner Horrorladen, dort habe ich gedacht, das wäre der perfekte Ort für Der Glöckner von Notre Dame. Und damals war es einfach unmöglich, dieses Stück zu spielen. Das war irgendwie in der Versenkung versunken. In der Versenkung versunken, sagt man das so? Ja. Das gab es quasi nicht zu spielen, man konnte es nicht nehmen. Und jetzt hat ja Disney, ist das glaube ich, wieder aufgegriffen und gerade eine neue Produktion gemacht in Berlin und in Stuttgart. Also ich denke... Kurz oder lang sollte dieses Stück da laufen. Das ist wirklich fantastisch. Das gehört da genau dahin. Und ja, natürlich wäre ich gerne dabei, ja, in welcher Form auch immer. Les Mis passt natürlich super darauf. Aber was auch ein Stück ist, was ich super gerne dort spielen würde, wo ich mich auch gerne für die Hauptrolle anmelden würde, wäre Sweeney Todd. Sweeney Todd würde da unfassbar gut hinpassen, so wie Jekyll & Hyde damals dorthin passte. Das würde ich gerne machen. Sweeney Todd. Welches Stück, egal ob es das schon gibt oder nicht, würdest du gerne nach Deutschland holen? Dear Evan Hansen. Cooles, cooles Teil. Wirklich tolle Musik, tolle Geschichte, geht so ein bisschen ins Abenteuerland. Wirklich, wirklich cool. Das muss nach Deutschland und wird es auch bestimmt bald schaffen. Was habe ich noch im Ausland gesehen? Spider-Man. Das war krass. Da war tatsächlich nichts gegen. Spider-Man war richtig, richtig fett. Also das kann man von mir aus auch machen. Ich bin Spider. Wer ist Man? So, nächstes. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was wäre das?
Schwierig. Also spontan, wenn jetzt die Öffentlichkeit nicht zuhören würde, würde ich sagen, Geld wäre geil. Richtig viel Geld, keine Sorgen mehr haben, keine Geldsorgen mehr haben. Und dann irgendwann setzt auch dein Verstand an und denkst, ja, Geld macht nicht alles. Geld macht die Welt vielleicht ein bisschen leichter, aber macht eben auch andere Probleme. Ich glaube, das einzig Geile, was ich gerne hätte, wäre, ich würde gerne fliegen können und ich würde mich gerne unsichtbar machen können. Und zwar so. Na, hat nicht funktioniert. Also, ja, ich wünsche mir natürlich Gesundheit. Ich wünsche mir lange zu leben und lange mit meiner Familie, meinen Kindern, meiner Frau zu erleben. Und ja, viele tolle neue Projekte und Ideen, die sich verwirklichen lassen, hätte ich irgendwie Bock drauf, ja. War das die Frage? Wenn ich einen Wunsch frei hätte, hätte ich gerne, ja, ich hätte gerne ein gesundes, langes Leben und das wünsche ich mir und meinen Freunden und meiner Familie auch. Ja, das wünsche ich mir. Schnellfragerunde. Berge oder Meer? Meer, ganz sicher. Berge, furchtbar, auch sehr schön, da hochzugehen. Wenn man dann irgendwann oben ist, ist es wunderbar. Ich war jetzt gerade in der Südsee und habe dort die Südsee bereist und jedes Mal, wenn man in so kleine Inseln ankommt, macht man was? Man kraxelt rauf zum höchsten Punkt der Insel. Und das ist natürlich Berge und Meer. Also beides ist cool. Aber ich würde Meer nehmen. Marmelade oder Nuss-Nougat-Creme? Nuss-Nougat-Creme, keine Frage. Warm oder kalt? Warm. Ich bin Warmduscher, ich bin ein Warmesser, ich bin bin ich ein Warmschläfer? Nein, ich bin ein Kaltschläfer. Bei mir muss das Fenster auf sein. Ich kann keine Socken im Bett anhaben. Das muss alles ein bisschen freier sein. Also grundsätzlich warm, kalt duschen geht gar nicht. Und würde ich lieber einen Kaffee trinken als als einen kalten Champagner? Das kann man nicht beantworten. Große Produktion oder kleines Theater? Schwierig. Beides. Wenn möglich, lieber 20 kleine Theaterproduktionen als eine große. Nicht, weil diese kleinen Produktionen eben einem so viel mehr Chancen bieten. Ich habe in diesen kleinen Theatern so viele Rollen gespielt innerhalb von einem Jahr. Ich habe vor Tarzan, ich glaube 2014, habe ich 8 Produktionen innerhalb einer Spielzeit gespielt. Also 8 verschiedene Rollen gelernt und an 8 verschiedenen Theatern mit 8 verschiedenen Regisseuren, 8 verschiedene Bühnenbilder, 8 verschiedene Kollegen, 8 verschiedene Texte und Songs gelernt. So viel Repertoire in diesem einen Jahr hätte ich in Großproduktionen niemals machen können. Und das spricht natürlich alles für kleine Theater. Und ja, und natürlich so kleine Theater haben natürlich auch ein kleineres Risiko oder auch dementsprechend ein größeres Risiko, weil da nämlich sehr, sehr viele Existenzen dran hängen. Aber ich habe das Gefühl, kleine Theater sind experimentierfreudiger. Die machen viel mehr kleinere Sachen, viel mehr experimentelle Dinge, die auch den Anspruch des Künstlers haben und nicht immer so nach außen produziert werden. Was auch nicht schlecht ist, denn die Großproduktionen sind natürlich auch der Grund, warum ich hier bin, warum ich mir das hier alles leisten kann und warum ihr überhaupt wissen wollt, was ich denke. Das ist der Grund, warum ich auch für Großproduktionen plädiere, weil die natürlich maßgeblich beteiligt sind an meiner Karriere und an meinem Leben. Und ja, wo ich sehr dankbar für bin und wo ich auch sehr, sehr froh bin, dass ich so weit gekommen bin. Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Tja, kann ich so nicht sagen. Also ich schlafe natürlich gerne mal lang, aber ich schlafe seit 7 Jahren nicht mehr lang. Ich arbeite meistens bis nachts um 2, halb 3, jetzt zur Abenteuerlandzeit ist es auch mal halb 4 und stehe morgens um halb 7, 7 auf, weil die Kinder müssen frühstücken und die müssen in den Kindergarten und so. Und ich versuche meinen Kindern natürlich, oder wir versuchen unseren Kindern eins mitzugeben. Es gibt diese drei Dinge, die wir immer zusammen machen müssen. Es ist Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Um einfach zu sehen, dass hier so eine funktionierende Familie ist und dass solche Dinge mir wichtig sind, dass man zusammen am Tisch sitzt, dass man auch vor dem, ich wurde gerade gefragt beim Interview zu Jesus Christ Superstar, ob ich gläubig bin. Und da habe ich gesagt, ja, eigentlich ist die Frage unsinnig, weil ich kann ja auch Jesus spielen, ohne gläubig zu sein. Ich muss ja kein Massenmörder sein, um Jekyll und Hyde spielen zu können. Also finde ich, hat das, ob ich jetzt gläubig bin oder nicht, hat das ja nichts damit zu tun, ob ich die Rolle gut spielen kann. Aber hier am Tisch wird vor dem Essen gebetet. Und das kann irgendwas sein. Das muss jetzt nicht ein Gebet aus der Bibel sein. Das kann der
Der Kleine sagt immer, wir essen mit der Feuerwehr und essen dann die Teller leer. Guten Appetit. Und der Große sagt dann, wir essen mit den Ninjas und kämpfen mit den Ninjas. Und wenn wir dann gekämpft haben, dann sagen wir guten Appetit und können endlich essen. Weil ich möchte, oder wir möchten, dass klar ist, jetzt sitzen alle, das Essen ist da und man muss auch so ein bisschen dankbar sein für das, was man hat. Und ja, deswegen machen wir das. War das die Frage? Ja, deswegen bin ich Frühaufsteher, weil ich das möchte, weil ich möchte, dass die Kinder mit mir oder mit uns zusammen essen. Und ja, dass die auch sehen, dass wir uns kümmern und weil es auch einfach viel zu tun ist. Die zwei Kinder, die müssen angezogen werden, Zähne geputzt, die müssen frühstücken, dann muss Essen gemacht werden, Frühstück nochmal, zweites Frühstück für den Kindergarten und Mittagessen muss gemacht werden. All das macht meine Frau und ich vor dem Kindergarten morgens um 6:30. Wahnsinn. Wer hätte das gedacht vor ein paar Jahren? Der Stank unserer Kinder. Gut bürgerlich oder Haute Cuisine? Natürlich gut bürgerlich. Ich habe jetzt meine neue Sendung, die heißt Stankes Tooltime und dort werde ich euch ein bisschen was zeigen, was gut bürgerlich ist, was ich so koche und habe natürlich hier und da so kleine fancy Ideen, aber grundsätzlich ist es Geschnipsel, reingehaue und es steckt natürlich voller gefährlichem Halbwissen, was ich dort preisgeben möchte und ich hoffe, ihr merkt euch das alles und lebt danach. So, welche Fragen würdest du uns stellen, wärest du ein Interviewer? Um was über euch zu erfahren oder um was über mich zu erfahren? Anscheinend, um über mich zu erfahren. Ja, lieber Patrick, wir kennen dich ja jetzt schon seit einigen Jahren von so vielen Musicals. Wie ist das denn für dich, da oben auf der Bühne zu stehen und was sind deine Lieblingsrollen? Das sind natürlich die Standardfragen, die man gestellt bekommt. Ja, wüsste ich nicht. Da bin ich leider zu unkreativ. Aber ich stelle euch eine Frage. Meine sehr verehrten Damen und Herren da draußen, liebe Freunde, liebe Fans, am 3.5. und am 18.5. gehe ich spielen ins Abenteuerland. Und meine Frage ist, kommt ihr mit? Ja, das war's. Ja, nicht unerwähnt lassen würde ich gerne, dass es für Abenteuerland natürlich tolle Autogrammkarten gibt. Da ist schon die Post wahrscheinlich, Autogrammkarten, es gibt Merchandise, es gibt Stifte, es gibt Bälle, es gibt so viele Sachen. Es hat geklingelt, es hat mich gefreut. Bis bald, Freunde, kommt vorbei ins Abenteuerland und überall oder auf www.patrickstanke.de. Bis bald. Ciao.